Ja, Freunde, und damit hallo, herzlich willkommen der NRW bei 18 hier zu seinem zweiten Sega Mega Drive Let's Play, das da heißt Home Alone zu Deutsch, zu Hause alleine. Ja, und wem sagt das etwas? Natürlich, es geht um Kevin allein zu Hause. Warum ich mich für dieses spontane, Let's Play entschieden habe, ist folgendes ganz einfach. Zu wem gehört es nicht, zu Weihnachten Kevin alleine zu Hause und Kevin alleine in New York zu schauen? Es geht für die Leute, die sich damit nicht auskennen, darum, dass, ich muss hier gerade mal schnell was umstellen. Ich glaube, das sieht er jetzt so. Jetzt ist der Sound richtig. So, es geht ganz einfach darum, dass ein Junge von seiner Familie zu Hause vergessen wird, die Familie in den Winterurlaub fährt und, ja, Weihnachten feiern möchte und der Sohnemann wird zu Hause vergessen. Für mich gehört dieser Film oder diese zwei Filme eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten dazu und deswegen habe ich mir gedacht, einfach der Weihnachtsstimmung mache ich einfach dieses Let's Play. Ja. Geheimakte 3 wird weitergehen, keine Sorge, aber jetzt wird es erstmal hier mit Kevin alleine zu Hause, zu Englisch Home Alone, losgehen. Wir machen das Ganze in dem Schwierigkeitsgrad Beginner. Das hat nur einen Hintergrund, das Spiel ist dann nicht so lange. Im Prinzip, wir müssen uns ja Waffen bauen und diese Waffen werden hier vom Computer generiert und bei Expert, das kann ich euch auch mal zeigen, da müssten wir die selber bauen. Und das ganze Spiel würde länger dauern. Ja, eigentlich um mehr geht es nicht. Und, oder wartet mal, Freunde, sollen... Ich revidiere das, was ich gerade gesagt habe. Wir spielen Expert, da kann ich euch alle Waffen zeigen, etc. pp. Naja, das Spiel dauert dann zwar nur etwas länger, aber nun ja. Was soll es sein? Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Let's Play. Es ist, wie gesagt, mein zweites auf der Konsole Sega Mega Drive. Und, ja, ich hole mir gerade meine ganzen Zettel hier raus. Nicht, dass er denkt, ich spiele jetzt hier mit Komplettlösung. Das geht in diesem Spiel nicht. Aber diese ganzen Waffen, das werdet ihr gleich sehen, die müssen besonders zusammengestellt werden. Und diese Liste habe ich mir jetzt hier rausgeholt. Das aber dann gleich im Spiel. So, alle Zettel sind hier. Wir starten ein neues Spiel. Ja, Vorgeschichte ist auch gleich null. Das sind wir, der liebe Kevin. Kevin McAllister. Das ist unser Haus von unseren Eltern. Und wir haben hier in diesem Spiel 1, 2, 3, 4, 5 Häuser, wo Banditen einbrechen. Das sind die feuchten Banditen. Die räumen das gesamte Haus aus. Also Werte, Wertschätze etc. Geld, das räumen die alles, das klauen die. Und wenn die fertig sind mit allem und das Haus leer ist, dann setzen die das Haus unter Wasser. Das ist ihr Markenzeichen, die feuchten Banditen eben. Und wir müssen ganz einfach dafür sorgen, dass diese Banditen nicht dazu kommen, das gesamte Haus auszurauben und müssen uns dahergehend was überlegen. Zum einen haben wir hier diese Waffen, die wir aufstellen können. Das können wir auch im Film Kevin allein zu Hause sehen. Da baut er nämlich auch bei sich zu Hause Waffen auf, nämlich diese Spielzeugautos. Die legt er ganz einfach gezielt auf den Boden und die Einbrecher rutschen darauf aus. Ja, dann haben wir hier Teer, den wir nutzen können. Glibber für den Boden. Ja. Ansonsten, wie gesagt, geht es einfach nur darum... So, das reicht. Geht es einfach nur darum, den Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und das Problem ist, dass wir aber auch darauf ausrutschen können. Und naja, dann sind sie weg. So. Das hier ist unser Waffenlabor, sage ich jetzt mal. Da bekommen wir alle Gegenstände, die wir sammeln, angezeigt und können hier unten letztendlich dann diese Waffe zusammenstellen. Haben wir jetzt nicht. Das hier ist diese Standardwaffe BBS. Müsst ihr euch einfach vorstellen, wie so, weiß ich nicht, so Knallerbsen, die dann auch ein bisschen wehtun auf der Haut. Wir müssen natürlich, um die Banditen zu siegen, hier Waffen sammeln. Das können wir hier draußen einmal machen, mit Hilfe dieser Schneemänner, die hier überall verteilt sind. Ich spiele das Spiel, man könnte es fast glauben, nicht blind, weil dieses Spiel habe ich auf dem Sega Mega Drive so oft durchgespielt, also das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie oft ich das hier durchgespielt habe. So, das Problem ist, bei Expert brechen die Banditen ganz einfach wahllos in irgendein Haus ein. Bei Beginner brechen sie immer in derselben Reihenfolge in die Häuser ein. Und deswegen ist es da relativ einfach, diese dann auch zu besiegen. So, das reicht. Deswegen baue ich jetzt ganz einfach mal in alle Häuser, in die ich jetzt so vorbeikomme, ein paar Waffen ein.
Und ja, hoffe, dass ich dann jetzt hier so ein bisschen gut einsammeln kann. Das ist eine Batterie, das ist eine sehr schöne Waffe. Ja, diese Reifen, die wir hier einsammeln, die sehen wir da auch links angezeigt. Das sind diese Reifen mal 3 da drüber, das Haus mal 5. Das heißt, wir haben noch 5 Häuser, die nicht überflutet sind. Das sieht man noch von außen, die sind halt noch so bräunlich weiß. Wenn die Einbrecher da drin waren und das Haus überflutet haben, wird das Haus blau. Und wir haben ein Haus verloren. Bringt natürlich weniger Punkte nachher in der Endbewertung. Deswegen schlecht. So. Sind da Waffen? Ja, da sind Waffen. Dann können wir jetzt hier einmal... Das ist ein altes Haus. Das heißt, hier gibt es überall diese lustigen Einbrüche in Wand und Decke. In Boden und Decke, so rum. Ja. Also das Spiel kam... wann kam das Spiel raus? Moment, ich schau mal gerade. Das Spiel kam 1992, kam es für den Sega Mega Drive raus. Das ist ein Schlüssel, ihr seht rechts oben Charge, das ist sozusagen der Antrieb von unserem Schlitten, womit wir, da sind sie drin, Lot, genau. Das zeigt uns an, dass die Einbrecher irgendwo in irgendein Haus eingebrochen sind. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Häuser abklappern. Da sind sie nicht drin. Sind sie hier drin? Nein, sie sind hinten im Haus. Ja. Wenn wir nicht dahin eilen würden, ihr seht es, da steht der blaue Lieferwagen der feuchten Banditen. Das heißt, wir gehen hier mit ins Haus. Und wenn Lot da unten, da oben voll ist, dann haben die Einbrecher leider gesiegt und setzen das Haus unter Wasser. Pain, das sind wir. Wenn Pain voll ist, dann haben wir gesiegt und die Einbrecher ziehen von dann. Und das müssen wir so lange machen, bis die Zeit, die wir links oben, wo ETA steht, abgelaufen ist. So lange müssen wir die Einbrecher hinhalten, denn wo sind die denn? Ganz oben. Oh, da kommt einer. Der Dicke. So, der sieht uns jetzt, läuft hinterher, rutscht aus, zit. Und nochmal. Zit. Und, nein, verkehrt, so. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann kommt die Polizei und verhaftet die Einbrecher. Da kommt der andere. Marv und Henry. Ah, scheiße. Wenn sie uns kriegen, dann hängen sie uns an den Hagel. Das können wir hier sehen. Da müssen wir dann noch runterkommen. Und müssen dann schnell wieder hinterher. Denn die Einbrecher machen weiter. Überall im Hintergrund sehen wir diese Saves. Ah, das war ein Schuss zu viel. Verdammt. So, jetzt ist unsere Waffe leer oben. Das können wir sehen. Und jetzt müssen wir uns eine neue Waffe bauen. So. Und jetzt kommt wieder mein Zettel. Ja, noch nicht. Ich glaube, noch kriege ich es auf die Reihe. Ich glaube, das, genau. Funktioniert relativ gut. Zit. Einmal in Spaghetti eingehüllt. Ah, amigo, amigo. Level der Spaghetti. Ja, und wir sehen, Pain steigt. Und wenn der Pain-Balken voll ist, dann, wie ja eben schon gesagt, flüchten die... Oh, da ist es schon leer. Die Einbrecher. Ich glaube, damit können wir es auch noch machen. Nein, damit nicht. Aber ich glaube... Damit... Nein, auch nicht. Ja, ich probiere hier lieber... Nein, auch nicht. Okay. Dann ist das vielleicht falsch. Nein. Auch nicht. Okay, dann schaue ich jetzt mal auf meinen Zettel. Pfeffer. Wir hatten noch irgendwo Pfeffer. Oder? Hatte ich das geträumt? Da ist Pfeffer. Tada! So. Und da müssen wir jetzt eigentlich nur noch die passenden Momente abwarten. Ja, und dann ist der Rest eigentlich relativ einfach. Hier in diesem Haus haben wir noch eine Besonderheit. Hier spukt ein Geist. Das heißt, ab und an kommt da mal durch die Wand so ein Geist geschlittert und setzt denjenigen, den er dann erwischt, das können wir genauso gut sein, unter Strom. Ja, das ist dann nicht so schön. Ja, dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir das. Was habe ich denn hier? Kleber. Wo können wir den Kleber einsetzen? Da, aber dafür habe ich das noch nicht. Doch, habe ich wohl. Jawollo. Also, einmal einkleben. Ja, was wollte ich sagen? Wie gesagt, dieser Geist setzt uns dann unter Strom.
Das Geile ist aber, dass wenn ihr die Einbrecher unter Strom setzt, da natürlich dann der Geist für uns arbeitet und der Balken bei Pain nur ein bisschen steigt. So, ich muss mich jetzt mal ein bisschen anstrengen, dass ich oben noch die Sachen einsammeln kann. Denn verschiedene Sachen gibt es nur hier in den Häusern, nicht draußen. Und, ja. Aber ich glaube, naja, das dürfte eigentlich jetzt gleich vorbei sein. Bei Beginner ist es halt so, dass wir die Waffen automatisch gestellt bekommen. Also da können wir in dieses Waffencenter reingehen und bekommen dann ganz einfach direkt die ganzen Waffen angezeigt, die wir bauen können. Dann gehen wir nur noch auf Generieren und schon werden die Waffen generiert. Die ganzen Zutaten, die sind natürlich auch ein wenig, nur ein klein wenig großzügiger angesiedelt. So, jetzt gucke ich nochmal schnell nach oben. Denn, wie eben ja schon gesagt, ich brauche Zutaten für unsere Waffen. Ja, wie gesagt, links oben die Anzeigen, das ist einmal... da ist nichts. Da, hört das? Da ist der Geist. Sind die Punkte. Darunter die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei. 5 steht für die Häuser. Da haben wir das Problem. Da ist nämlich ein Safe, der geöffnet wurde. Das heißt, der ist leer. Da ist der Geist. Und hätte ich jetzt nicht aufgepasst, hätte der uns... Ja, okay, das war's. Unter Strom gesetzt. Wir haben es geschafft. I'm rubber, you're glue. Ja, wir bekommen einen Bonus fürs Haus. Für den Pain. Also für, ne? Dafür, dass wir gesiegt haben. Für einen Waffenbonus bekommen wir auch. Und ja, das heißt, die Einbrecher sind jetzt draußen, fahren einmal hier kurz aus der Szenerie, kommen aber dann nach ein paar Minuten wieder und brechen direkt in das nächste Haus ein. Und so geht das jetzt im Prinzip die jetzt noch 35 Minuten. So, und hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, das Haus ein wenig zu spicken. Das machen wir so und Moment, wie viel habe ich jetzt hier noch? Da. Und komm, das legen wir da oben hin. Ja. Ich weiß hier. Ich nehme mir immer so viel vor, hier zu sagen. Und wenn es dann soweit ist. Oh, das Magnet, das ist schön. Da haben wir dann die Möglichkeit, eine Waffe zu bauen, mit der wir die Einbrecher unter Strom setzen können. Okay, das ist jetzt nicht schön. Das ist. Okay, geschafft. Die Katze, wenn wir da nicht aufpassen, die setzt sich auf unseren Kopf und ja, wir können uns erstmal eine Zeit lang nicht bewegen. So. Die ganzen Häuser, die sind leider nicht so im Film Kevin allein zu Hause vorgekommen. Aber, ich finde es eine schöne, naja, eine schöne Idee, das dann halt so zu gestalten. Allein schon auf die Idee zu kommen, da, oh, sie sind schon wieder irgendwo drin. Da sind sie nicht. Da, sie sind im ultramodernen Haus. Das ist auch ziemlich lustig. Ein Haus der Zukunft, da war ich nämlich jetzt noch nicht drin. Da sind sie. Scheiße, ein zu viel. Und, ja, wie ihr hier schon sehen könnt, das Haus der Zukunft. Und hier gibt es auch einen, da ist er, einen Wachroboter, der hier aufpasst, dass hier keine Einbrecher reinkommen. Das Lustige dabei ist nur, dass er... Nein! Ach, Kacke. Dass er uns genauso unter Strom setzen kann. Und der müsste jetzt hier kommen, theoretisch. Na, okay, dann nicht. Na, komm schon. So gibt es im Prinzip in jedem Haus... Ah, erwischt. In jedem Haus eine kleine Gefahrenstelle, die aber, wie gesagt, auch für die Einbrecher gefährlich wird. Ah, das brauche ich. Das ist sehr schön. Oh, noch mehr, das ist schön. So, da oben will ich auch dran. Sehr schön. Oh, der CD-Player, das ist schön. Den gibt es nur einmal im Spiel. So, da war... Ist der jetzt hier oben gewesen? Ja, da ist er. Da müssen wir uns vor uns acht nehmen. Und, Leco Mio, ey. Nimm dies. So, hier gibt's genau... Das noch, das auch noch. Sehr schön. Jetzt geht's erstmal zum Waffenbauen. Den CD-Player, wo hab ich
das Rezept mit dem CD-Player. CD-Player. Da bauen wir, da ist es. Da bauen wir einen sogenannten, ja, Shockwave-Waffe. Die ist ziemlich geil. Und die brauchen wir dafür. Da. Sonic Wave Gun. Oh ja, und ihr hört es, es ist sehr laut. Na, wo ich ja, mein Kleiner. Na, wo ich ja. Zack. Normalerweise kommt da noch ein schönes Schüttel... Schüttelgeräusch. Da ist es. Nee, da war es. Ganz kurz. Nein, ich möchte mich ein bisschen in Deckung bringen. Für den Fall, dass jetzt hier gleich der Roboter kommt. Na? Ach, schade. Okay, einer auf jeden Fall. Schauen wir uns das Spektakel mal an. Da ist er. Und komm runter. Jawohl. Er nimmt ihn hoch, setzt ihn unter Strom und er ist außer Gefecht. Ja, jetzt müssen wir schnell in Deckung gehen. Ansonsten setzt er uns unter Strom. Ah, da kommt schon wieder einer. Nimm dies. Ah, schade. Die schönen Waffen, die sind leider immer viel zu schnell zu Ende. So. Das Klebeband, womit hatte ich das Klebeband? Das hatte ich auch mit irgendwas. Da ist es. So, das Klebeband. Ja, ja, ich weiß. So, dann das logischerweise. Und das brauche ich. Ja. Und wir haben natürlich wieder La Spaghetti. Und das müsste es gewesen sein. Nee, doch nicht. Na, komm schon. Und zack. Und, nee, was, immer noch nicht. Das ist ja krass. Moment, dann nehmen wir die nochmal. Das müsste es jetzt gewesen sein. Das ist immer noch nicht. Ist doch, na endlich. Geht doch. So, und wir haben es wieder geschafft. Have a nice trip. See you next fall. Ja. 32 Minuten 04. Ich werde irgendwann hier in der Mitte einfach einen Cut setzen und hier zwei oder vielleicht sogar drei Teile draus machen. Da muss ich mal schauen. Je nachdem, wie lang das hier dauert. So, wir sammeln jetzt hier noch ein bisschen kräftig ein. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Soll ich jetzt hier schon so Schluss machen? Ich weiß es nicht. Oder nachher einfach cutten? Hm, ich weiß es nicht. Dieses Charge oben übrigens, womit wir hier unseren Schlitten so schnell machen können, das haben wir leider nicht unendlich. Das heißt, irgendwann hat sich die Leiste oben rechts aufgebraucht und wir können nur noch in dieser Geschwindigkeit hier durch die Gegend eiern. Hat natürlich den Nachteil, dass wir dann nicht so schnell an den Häusern sein können, wo die Einbrecher einbrechen. Ergo, sie haben... Ah, da sind sie schon. Sie haben einen guten Vorsprung, was das Ausrauben angeht. Die Straße, woher sie jetzt kommen... Die geht irgendwann aus dem Bildschirm raus. Und ja. Dann warten sie dann ein paar Minuten. Und kommen wieder. Wobei noch nicht mal, ich glaube, ein paar Minuten. Ah ja, sie gehen ins alte Haus. Da ist nichts drin. Ja, da wollen wir rein. The Old House. Ja, und es fängt direkt damit an. Zack. Ach, da kommt Kindheit. Das ist der... Sit. Das ist der, na, sag schnell, von der Heizung, wovor Kevin auch im Film Angst hatte. Steht zwar jetzt hier nicht in ihrem eigenen Haus, sondern in einem anderen Haus, aber ich denke mal, das soll dieses Monstrum sein. Nein. So. Jawollo. Und jetzt... Ah, Kacke. Scheiße. Da stand ich zu nah dran. Ah, nein. Lal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 a. Hier in diesem Haus gibt es sogar ein kleines Geheimnis. Da muss man auch mal drauf kommen. Wo ist er? Da, direkt schon wieder drüber geflogen. Und zwar kommen wir dahin, wenn wir hier lang gehen. Den schieben wir jetzt erstmal ab nach unten. Was, immer noch nicht? Hier ist... Da müsste es aber jetzt sein. Jawohl, da... Kacke. Och Mann, das ist gemein. Wo kam der denn her? Aber er rutscht jetzt wieder aus. Sit!
So, ach, da kommt er wieder. Nein, jetzt bin ich selber. Nein! Scheiße. Das ist nervig. Ich will auf den Speicher oben. Da ist nämlich dieses Geheimnis, von dem ich euch erzählt habe. Da ist er wieder in der Fall. Ach, guck mal. Oh Mensch. Das kann doch nicht sein. Geht ihr mir auf den Sack? Um das jetzt mal... Na... Kingers, ne. Nein. Ey, so langsam reicht's. So langsam reicht's wirklich. So langsam werde ich sauer. So, wir hatten doch hier noch eine schöne Waffe. Den Kleber. Na. Boah. Hey, so langsam wird's assi. So langsam wird's echt assi. So, du und jetzt kümmere ich mich um dich. Worum ist er gegangen? So, jetzt gehen wir mal... So, jetzt. Aber ich... Kacke. Ich komme da nicht hin. Mir fehlt ein Reifen. Sehr schön. Wo ist jetzt der andere? Da in der Küche. Einmal du und... Na komm schon. Zip! So, wo ist der andere? Also hier geht es mir eigentlich wie bei fast allen Spielen für den Mega Drive. Die sind halt stark verbunden mit meiner Kindheit. Und auch die ganze Grafik, die Musik, das Gameplay, das ist, sind alles Erinnerungen an damals... Du Drecksack. Erinnerungen an damals. Und das kann mir kein Spiel aus der heutigen Zeit geben. Deswegen sind diese alten Spiele für mich immer was Besonderes. Und sie werden es auch immer bleiben. Da könnt ihr einen drauf lassen. So, jetzt will ich mir hier mal einen süßen Schneemann bauen und ich glaube... Nee, das noch nicht. Dann war es das. Nein, auch nicht. Dann war es das. Auch nicht? Moment. Da ist der Motor, Launcher. Okay, dann nehmen wir was anderes. Dann nehmen wir das. Bazooka. Wir haben dann diesen... Oh nein, ich stehe verkehrt rum. Ich habe jetzt auf den Schneemann geguckt. Scheiße. Und nein. Also hier regen sie mich echt auf. Ja, was ich sagen wollte. Hier wie auch in meinem ersten Let's Play von... Was war das? Lost Vikings? Spiele ich hier natürlich auch Original-Sega-Komponente. Das heißt, ich habe meine Original-Sega-Mega-Drive-Kassette und auch meinen Original-Sega-Mega-Drive-Controller, mit dem ich jetzt hier dieses Spiel spiele. Möglich macht das meine liebe gute Retrode. Das ist ein Adapter, den man sich im Internet bestellen kann. Leider ist der nicht ganz billig, aber in seiner Funktion ist er einfach unschlagbar. Man nehme Retrode, ein Emulator-Programm und schon kann man legal auf seinem PC diese Spiele spielen. Und wir haben es wieder geschafft. Freeze. So sieht's aus. So, 28 Minuten noch, Freunde. Und hier ist der erste Teil vorbei. Wir machen hier Schluss, sehen uns aber dann gleich mit dem nächsten Teil wieder. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.